Eck. Mitkommen. Zäpfchen werden hergestellt. Ihr werdet hergestellt. Blautränke. Wie viel haben wir inzwischen? 6. Wir brauchen 150. Verdammt. Haben wir inzwischen 90 Platten? Wir hätten jetzt 90 Platten. Brech die mal ab. Brech die ab. Und mach jetzt einen verdammten Tech-2-Replicator. Ich hätte einfach die Batterien nehmen können, ha? Die Magnete. Ja, das wäre, glaube ich, schneller gewesen. Wir hätten einfach die Magnete vom Fließband geklaut, hätten damit das gebaut und gut ist. Hä? Na gut. Zip. Zip. So, Superkontakte sind gleich fertig. Ärmchen schon mal dahin. So, bist jetzt auch so groß wie eine Fabrik. Du stellst bitte Eisenplatten her. War langsam, ich weiß. Aber ich hoffe, es haut einigermaßen hin. So, T, Research. Wir brauchen unbedingt Speedmodule. Das braucht alles nur... Was? Forschungskosten sind 25... Ach so. Es gab jetzt noch eine neue Art von Labor. Also momentan haben wir das normale Labor und wir haben das Replikator-Labor. Es gibt aber noch ein Modul-Labor. Das da. Und da müssen wir dann 25 davon reintun, um die da zu erforschen. Und dann 50. Und dann 50 und irgendwas anderes. Die brauchen wir, dieses Ferry-Kram. Ich mag Bob nicht mehr so wirklich. Der macht so vieles komisches Zeug. Irgendwas Tolles anderes erforschen in der Zwischenzeit? Tore. Ja, erforschen mal Tore. So, sind wir die Forschungslabore oben auch was zu tun haben. Und die laufen jetzt eh erstmal nicht eine Weile, also können sich die Magnete auch, wenn sie langsam hergestellt werden, anhäufen. Das ist echt krass, wie langsam du bist. Super krass. Und damit wollen wir jetzt unsere gesamte Ressourcenproduktion aufbauen. Mit total langsamen Replikatoren. Weiß ja nicht. Eventuell müssen wir da umdenken. So, Alienlampe. Bauen nochmal bitte. Hä? Achso, unser einer Außenposten da hinten wird angegriffen. Ja, das ist okay. Alienlampe. Alienlampe. Baue hier zwischen einfach auch nochmal eine hin, damit sich die besser überlappen und wir diese Dunkelphasen nicht haben. Ja, so scheint es zu gehen. Man muss aber nur viele davon bauen. So, unten meckern Roboter. Wir haben gar keine Roboter. Achso, aber der Roboport merkt, dass da was fehlen könnte. Hier muss wahrscheinlich repariert werden. Hier reparieren wir kurz. Da. Was? Hat nicht mal gereicht? Okay, noch ein. Alter Schwede. So. Hör auf zu meckern. Gott. Das reicht langsam hiermit. Bau mal 33 blaue Tränke und dafür schraube ich die Zeit mal hoch. Speed 1000%. Okay. So schaffe ich mir jetzt die Zeit, dass ich keine Off-Camera-Geschichten machen muss. Und wir kriegen auch die Ressourcen rein, um wieder neue blaue Tränke zu bauen. Woran hapert es da genau? Einfach nur an Crafting-Zeit, oder? Weil die hat davon noch nichts automatisiert. Das will ich halt erst machen, wenn die Roboter da sind. Was ganz praktisch wäre, wären die blauen Ärmchen und die grünen Ärmchen. Die sehe ich hier recht häufig. Die Drähte und so, die gehen recht schnell. Auch bei 100%.
Ist trotzdem eine Riesenarbeit hier alles. Was bei 1000%? Wie soll ich so 150 Stück zusammenbekommen? Ah, forschungsfertig. Bessere Gates? Nö. Mach mal. CPUs? Nee, das braucht Blautränke. Blautränke sind tödlich. Mach mal. nee. Ich glaube, ich gehe jetzt in Richtung Module. Mach einfach mal das hier und wir gucken uns dann das Modullabor an, wie gut das denn damit läuft. So, wie viele Blautränke haben wir jetzt? 28. Nee, so wird das nichts. Mach normal. 100%. Und wir müssen uns einen Komplex bauen dafür. Also zumindest... Ich baue jetzt schon... Strom? Ihr habt alle keinen Strom? Habt ihr was gekappt? Was ist hier los? Achso, die werden leergesaugt von den Replikatoren? Und die da unten haben alle keinen Strom. Ja, da wir 100%, 1000% Geschwindigkeit hatten, ist halt mit 1000% auch die ganze Kohle verbrannt worden. Und ich habe die ganzen Fabriken nicht dafür. Okay, ich gehe zu meiner einen Kiste, wo ich die Cs und Ps und was ich vergraben habe, hol die mal raus und baue dann die Briquette-Geschichte wieder auf. Da war das. Hier habe ich doch die Cs und Ps reingetan, oder? Ja, Cs, Ps, her damit. Ja, wir haben nämlich gleich keinen Strom mehr. Hihihi. Das heißt, wir schmeißen kurz Kohle rein, damit sie überhaupt irgendwas zum Verbrennen haben. Dann gucken wir weiter. Ah, Explore Level 22. Obwohl wir nicht wirklich viel exploren. Wir laufen eigentlich immer nur denselben Kästchen hin und her, aber gut. So, tu das da hinten. Ist irgendwo gerade ein Blitz eingeschlagen? Ich hoffe mal nicht. Ja, tu es aber mal hier hin. Also erstmal. Crush, du machst bitte das. Dann P. Du machst bitte das. Und dann noch ein P. Und du machst bitte einen Mixed Fuel Block. Ein Enriched Fuel Block. Ne, mach mal bitte das da. 3 mal 19 sind 30 plus 27, 57. Ja, also kein Gewinn sozusagen dabei. Aber hält länger, macht länger und was weiß ich. So, und dann kommt hier eine Kiste hin und da eine... Oh, blaue Kisten. Genau, bauen wir zwei von den blauen Kisten. Brich das mal alles ab. Genau. Zwei von den blauen Kisten hin, damit die sich hier die Kohle teilen. Dann habe ich wieder keine Ärmchen. So. Wir brauchen also noch einen Crusher hier. Wir brauchen noch zwei Ps. Erforsch bitte schon... Ne, die kannst du noch gar nicht erforschen. Erforsch bitte irgendetwas anderes. Was keine... Maximum Output. Das ist sehr irritierend, das Ding. Insert das da noch mal. Du. Achso, Shift rechts, Shift links. Und das Ganze kommt dann wieder in zwei blaue Kisten? Ne, einfach in zwei Kisten. Nee, weißt du was? Das kommt einfach auf dem Fließband und das Fließband versorgt dann die Dinger da hinten. Was haltet ihr davon? So. Ja, das klingt doch gut, hm? Ein Ärmchen hätten wir schon mal. Da. Du bekommst jetzt Kohle. So,
So, und du arbeitest auch nur mit anderen blauen Kisten zusammen, ne? Ja, haben wir schon fast gedacht. Ärmchen. Boah, erstmal die Ärmchen. Damit der Rest hier schon mal arbeiten kann. So, noch mehr blaue Ärmchen. Und danach... blaue Kiste. Also das kommt mir echt vor, als wenn alles selber herzustellen. Also zum einen haben wir jetzt den Bonus, dass wir Sachen schneller herstellen können wegen unserem Skill. Und wir kriegen auch Verdopplung und all sowas. Aber da es so viele Zwischenschritte gibt und die Zwischenschritte teilweise wesentlich länger dauern als das eigentliche Produkt, ist das ein bisschen krass. Und wo sind meine Ärmchen jetzt schon wieder hin? Ich habe doch viel mehr in Auftrag gegeben. So, da kommen die ersten Fuel-Blöcke. Ah, das ist gut. Auch wenn die jetzt... Ah, die halten eine Weile. Trotzdem naschen die anderen die immer weg. Teil mal ein bisschen hier. Gib dem auch einen. Und dem auch einen. Aber wir haben gleich keine Energie mehr. Also ja, es wird gleich Tag, aber trotzdem... Ja, 2,4. Komm, 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 komm. Ja, jetzt haben wir schon Probleme zwischendurch. Okay, hol erstmal. Was passiert gerade mit der Kohle? Also wir hatten Kohleminen aufgebaut, das weiß ich noch. Also noch ein oder zwei extra. Aber wo landet die Kohle gerade? In Kisten. Okay, das heißt, wir holen jetzt einen riesen Batzen Kohle ab. Und pflanzen den dahin. Ich habe kein Holz mehr. Okay. Tun ihn den da in die blauen Kisten und dann haben wir ganz viele Fuel-Blocks und wir haben durchgehend genug Strom. Das ist der Plan. Oh, und es regnet, also haben die Solarzellen. Ah, Mist. Die Solarzellen haben kaum Power. Ja. So viel zu unserem tadellosen Energiesystem. Krummelkrumpf. Mach die komischen alten Lichter weg, die irritieren die Alien-Lichter. Ja. Also ich habe keine Ahnung, ob die wirklich so ist. Das ist nur eine Theorie von mir, aber könnte ja sein. So, blaue Kiste, blaue Kiste. No, wird instant verschoben. Achso, du Shift rechts, Shift links. Ja. Ist am Werkeln. Und auch relativ flott am Werkeln. Achso, du hast schon einen 5er Puffer, ja. Ja, ist okay. Habt ihr euch gefangen? Ja. Okay, 11,7 MW. Das ist doch sehr schick. Weil der Regen aufgehört hat, ne? Ja. Blut. Oh, wir haben Blut. 3 Blut. Keine Ahnung, ob das viel oder wenig ist. Aber ich glaube, 25% der Lebenspunktanzeige war ein Blutgegenstand. Also sollte das okay sein. Und mach hier mal bitte ein... Wir haben kein Holz. Ein Splitter rein, damit wir das auf beiden Seiten haben. Bitte Holz. Bau ein Splitter. Einfach irgendwo hier zwischen. Zack. Da. So. Nee. Da so. Gucken. Einer rechts. Einer links. Einer rechts. Jo. Okay. Und das staut sich dann hoffentlich irgendwann nicht hier unten. Achso, wobei erwähnt wurde, dass das hier eine doofe Idee ist. Wo ich jetzt nachher noch zustimmen muss. Und wir machen die Beule einfach alle auf einer Seite. Dum, 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 dum. Und ja, die Fische werden jetzt abgekapselt, aber das ist mir egal, weil ich habe immer noch nicht rausgefunden und auch nicht wirklich gesucht, wie man Fische zu Blut verarbeiten kann. Außerdem haben wir jetzt hier Bluttanks, das sollte okay sein. So, genau, jetzt kommt ihr hier durch und hier könnt theoretisch jetzt noch mehr Boiler hin. Wobei ich eigentlich... Genau, hier ist ein Boiler. Mach gleich nochmal. Boiler.
Spoiler. Du hast Efficiency 72%. Du hast 50%. Bau diese Boiler. Blub, 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 blub. Blub, blub, blub. 1, 2, 3, 4, 5. Kriegt alle mal ein bisschen was zu naschen. Den da bitte weg. Das sollte jetzt für die paar Engines da reichen. So. Die behalte ich für etwaige Nebenprodukte. Solarzellen sind vollkommen weg. Hab ich noch ein paar von denen? Wir haben jetzt gar keinen Strom mehr und die Ärmchen funktionieren nicht. Oh, und die Boiler funktionieren auch nicht. Das sind elektrische Boiler. Problem ist jetzt elektrische Boiler. Achso, die Ärmchen gehen hier jetzt ja auch nicht. Gut, warum macht ihr jetzt auch nichts? Weil kein Wasser da ist. Weil Wasser. Na! Ja, wir sind tot. Wenn jetzt ein Angriff kommen würde, also ein richtiger Angriff, dann wären wir jetzt tot. Was machen wir jetzt? Wir warten jetzt, dass Tag wird. Also erstmal bitte den Speed-Ding ist da weg, mach das da weg und mach das da hin und mach das da hin und mach dann Tag. Gut. Wir brauchen immer Strom. Das muss auf ein anderes Netz. Wir brauchen ein separates Stromnetz, das hatten wir schon mal. Da brennt einer. Warum brennst du? Weil noch Wasserreste da sind? Die Standardpumpe, die braucht auch Strom, oder? Wenn ich jetzt da mal Dreckwasser ransetze. Was hat geklappt? Ja, das war so eine Art Kickstarter. Wir haben ein ganzes bisschen Dreckwasser reingetan, damit die elektrischen wieder anfangen zu brennen. Und da die elektrischen gebrannt sind, hatten wir wieder mehr Strom und dann muss ich jetzt nur dafür sorgen, dass der Rest der Basis eigentlich gerade nicht versorgt wird. Ich hab mal den und den. Dann sollte das Ding hier eigentlich autark laufen. Gut, dann bräuchten wir... Du bist immer noch angeschlossen. Ja gut, ich habe gerade gar nichts gekappt. Ist okay. Mach das weiter, mach das Wasser. Es scheint sich jetzt hier geregelt zu haben, weil die Solarpanels wieder angesprungen sind. Das war ein Schock. Aber sollte jetzt behoben sein, da wir durchgehend diese Knödelchen da herstellen, die durchgehend ihr Zeug bekommen. Und dann passt das. Wir brauchen trotzdem viel, viel mehr Akkus und Solarpanels. Ja, bau ein paar davon. Oh. Die Platten. Ah, das sind Platten. Also ich kann jetzt auch diese ganzen Solarpanels und so weiter nicht mehr im Inventar durchgehen, craften. Wir müssen vorher immer die Platten abholen. Also brauchen definitiv elektronische Schmelzen und davon sehr gute demnächst. Und ich hätte hier gerne irgendwie einen Abfangmechanismus für... die Dinger. Also eine Kiste da. So. Dass ich mir hier mal Platten abholen kann für den Eigenbedarf. Ja, ist okay. War jetzt ein bisschen holprig mit dem Strom. Das ist im Patch, hat Gott sei Dank geklappt. Wir müssen uns nur die ganzen neuen Preise gewöhnen, weil alles wesentlich teurer und langsamer und so weiter geworden ist. Ja. Und die blauen Tränke sind für mich immer noch in utopischer Reichweite. Aber wir brauchen ja theoretisch nur einmal 150 Stück. Sobald wir die haben, haben wir alles für die Roboter. Und sobald wir die Roboter haben, können wir alles automatisieren. Da müsste ich mir auch schon mal ein schönes Plätzchen versuchen. Eigentlich sofort hier oben links angefangen.
Das heißt, wir haben hier unsere Akkus und dann kommen hier die ersten Fabriken hin. Jeweils mit ihren Kisten. Wobei ich da auch noch kein Muster habe, ne? Oh doch, warte, wir hatten so ein komisches durchgehendes Muster. Das passt halt nur an der Ecke hier nicht. Ah, so. So, ich brauche mehr Fabriken. Ich kann gerade nicht bauen. Ja gut, nächste Folge gucke ich schon mal, ob ich ein paar Fabriken vielleicht vorbereiten kann. Für den Zeitpunkt, wo Roboter fliegen. Damit der Umschwung da ein bisschen schneller geht. Ja, bis gleich.